Ja, ein ganz herzliches Willkommen im neuen Pilzjahr. Ihr seht, wir haben uns ja drinnen verschanzt. Draußen sind momentan wirklich eisige Temperaturen von minus 10 Grad. Das heißt, unsere Winterpilze sind steif und schockgefroren und warten, so wie wir, auf ein bisschen wärmere Temperaturen. Und wir werden uns dann auch auf die Suche begeben. Beschäftigen uns aber bis dahin mit einem neuen Format, kann man sagen, bei uns im Mitgliederbereich, den wir euch sowieso empfehlen können, weil es da viele interessante Videos und Vorträge gibt. Da haben wir das schon einmal gemacht, und zwar ein Pilzquiz. Das heißt, wir haben 30 Fragen für euch vorbereitet. Ja, doch, also einfach sind sie nicht, auch schon wie das erste Mal. Es ist das erste Mal diese Version von dem Quiz. Das heißt, wir haben noch keinen Rekordhalter oder keine Rekordhalterin. Schauen wir mal, wer da den 30 Punkten nahe kommt. Also ihr seid gefordert, so ein bisschen mal ein neuer Input, um ein paar Sachen zu lernen, vielleicht ein paar Dinge nachzuholen und auch ein bisschen, um sich fortzubilden. Das heißt, wenn euch dieses Format gefällt, schreibt uns das in die Kommentare. Dann werden wir jetzt in der kalten Jahreszeit, und sind wir uns alle ehrlich, bis April wird einfach nicht sonderlich viel zu finden sein. Bevor die Morchen kommen, ist es eher arm und etwas traurig in den Wäldern. Wir wollen uns aber trotzdem mit den Pilzen beschäftigen und machen das heute in einer spannenden, herausfordernden Form. Ja, los geht's. Es sind, wie gesagt, 30 Fragen. Wir haben jeweils 4 Antwortmöglichkeiten pro Frage, von denen immer nur eine richtig ist. Also A, B, C oder D. Ja, wir lassen uns natürlich nicht eine Minute Zeit zwischen den Fragen. Wir sind da etwas schneller. Ihr könnt es einfach selbst stoppen und euch ja selbst da kontrollieren. Wir fangen an mit Frage 1, und zwar: Welche Pilze sind am ehesten zwischen April und Mai zu finden? Sind das Sommersteinpilze, Enokis, Spitzmorcheln und Austernseitlinge? Oder der Georgsritterling, Morchelbecherling und der flockenstielige Hexenröhrling? Oder Morcheln, Prachtbecherlinge und Austernseitlinge? Oder Antwort D, Schwefelporlinge, Maipilze und Fichtensteinpilze? Also eine kleine Denkaufgabe, was demnächst auf uns wartet. Gleich die nächste Frage zu einem der erwähnten Pilze, und zwar: Beim Verzehr vom Schwefelporling muss man worauf aufpassen? Auf eine ausreichende Garzeit oder auf den Wirt, weil er Giftstoffe aus seinem Baum, auf dem er wächst, aufnehmen kann? Oder dass man nicht zu große Mengen von diesem Pilz verzehren sollte? Oder sogar Antwort D, dass alle bisher genannten Antwortmöglichkeiten richtig sind? Also auch das ist eine Möglichkeit. Bei der dritten Frage geht es ein bisschen um die Systematik, und zwar: Was ist kein eigentlich Fachbegriff für eine näher verwandte Pilzgruppe? Ist das Lamellenpilz, Röhrlinge, Leistenpilze oder sind das Haarschleierlinge? Also welcher Begriff beschreibt keine nähere, wirklich systematische Verwandtschaft? Die vierte Frage, ganz, ganz wichtig, deshalb auch schaut euch wirklich die Auflösung nochmal an: Wie viele potenziell tödlich giftige Pilzarten gibt es eigentlich im deutschsprachigen Raum? Eine Frage, die immer wieder auftaucht, und ja, jetzt hätte ich fast schon die Antwort verraten. Nein, was ist es denn? Sind es 1 bis 3 Arten? Oder haben wir ungefähr 5 bis 10 potenziell tödliche Arten? 10 bis 20 oder 30 bis 35 Arten? Geht es im Kopf wirklich nochmal in Ruhe durch? Das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Und für alle, die Mitglieder sind, schaut euch nochmal unser Giftpilz-Video an. Da haben wir diese Arten wirklich eigentlich alle porträtiert. So, wieder was Fachliches. Da gehen wir jetzt schon ein bisschen in die Richtung fortgeschritten. Und zwar: In welchen Pilzgattungen finden sich Amatoxine, die eigentlich zu den giftigsten Stoffen zählen, die überhaupt in Pilzen auftauchen? Bei welchen Gattungen kommen diese Stoffe vor? Ist das Entoloma, Paxillus oder Hydnum? Also jetzt muss es schon ein bisschen rattern für die Fortgeschrittenen. Oder findet man das bei Amanita, Lepiota, Galerina? Oder bei Lactarius, Polyporus oder Gyromitra? Oder Neoboletus, Clitozybe und Russula? Also für alle, die sich da ein bisschen überfordert fühlen, das ist wirklich nachvollziehbar. Ihr könnt auch diese Gattungen einfach mal googeln, wer sich da ein bisschen fortbilden will.
da ist jetzt der Winter wirklich die richtige Zeit für solche fachlichen Themen. So, die nächste Frage, mit der wir uns auch schon in einem Video beschäftigt haben, und zwar: Nach neueren Erkenntnissen sind folgende Pilze nicht mehr oder nur mehr in sehr geringen oder generell eingeschränkt für Speisezwecke zu verwenden. Also bei welchen Arten sollten wir eher aufpassen, dass sie nicht mehr am Speisetisch landen? Ist das A, der violette Lackpilz, B, der gemeine Safranschirmling, C, der Wiesenchampignon oder D, wieder Antwort A bis C? So, eine ganz besonders spannende Frage ist die 7. Und zwar haben wir uns ja auch immer wieder thematisch mit dem Thema Radioaktivität beschäftigt. Das poppt ja jedes Jahr wieder auf und gerade die Maronenröhrlinge sind da ja in aller Munde oder auch nicht, weil man Angst davor hat, also je nachdem. Wir haben da letztes Jahr einige Fachvorträge besuchen dürfen in unserer Arbeitsgemeinschaft der Pilzberater und deshalb die Frage: Wie viele Kilogramm, Beispiel Maronenröhrlinge, müsste man pro Jahr zu sich nehmen, um die Menge an natürlicher Radioaktivität, der wir sowieso ausgesetzt sind, um einfach diese Menge zu erreichen? Das sind 2,1 Millisievert pro Jahr, die wir durchs Fliegen und einfach durch die Radioaktivität, die uns umgibt, der wir ausgesetzt sind. Wie viele Pilze müsste man essen, um auf dieselbe Menge zu kommen? 5 Kilo, 10 bis 20 Kilo, 50 Kilo oder sogar über 200 Kilo? Da empfehle ich euch auch wirklich nochmal die Auflösung anzuhören. Gut, auch ein Detail, das jetzt in unserem Buch dann immer wieder diskutiert wird, das jetzt dann langsam endlich Formen annimmt und weiterkommt, ein wichtiges Gattungsmerkmal, und zwar der Burggraben. Bei welchem Pilz würde man oder findet man einen sogenannten Burggraben? Bei der Nebelkappe, beim falschen Pfifferling, beim violetten Rötelritterling oder beim Boxdicksfuß? Haben wir schon in einigen Videos dank dem Daniel wirklich sehr schön abbilden können. Gut, die nächste Frage, 9. Die Haarschleierlinge oder Cortinaria 10, die ja wirklich mit über 1000 Arten wahrscheinlich die größte Pilzfamilie sind im deutschsprachigen Raum, kennzeichnen sich wodurch? Also welches Merkmal gilt für diese riesige Pilzfamilie? Sie haben rostbraunes Sporenpulver, sie haben freistehende Lamellen, deltoide Sporen oder sie haben eine saprobionte Lebensweise. Also was trifft auf diese riesige Pilzfamilie zu? Ja, eine Frage, die vor allem bei uns in den wärmeren Gebieten aktuell ist, in höheren fichtendominierten Lagen wahrscheinlich nicht so, aber die Röhrlingssaison beginnt ja schon bei uns wirklich Anfang Mai. Und welche Arten lassen sich hier zuerst finden? Sind das flockenstielige Hexenröhrlinge, Kiefernsteinpilze und Sommersteinpilze oder Sommersteinpilze, Fichtensteinpilze und Königsröhrlinge oder Fichtensteinpilze, Maronenröhrlinge, Butterpilze oder Antwort D, sind das Lärchenröhrlinge, netzstielige Hexenröhrlinge und der Fichtensteinpilz? Also was sind die ersten drei Arten, die uns wirklich so früh im Jahr schon begegnen können? So, weiter geht's mit Frage 11, und zwar: Worin unterscheiden sich Lamellen, die wir zum Beispiel beim falschen Pfifferling finden, im Vergleich zu echten Leisten, die wir bei den Leistlingen, also beim echten Eier, schon mal finden? Also was ist der Unterschied zwischen Lamellen und Leisten? Ist das A, dass Leisten fest angewachsen sind und im Unterschied zu Lamellen nicht vom Hut einfach abgetrennt werden können, oder dass Leisten brüchig im Vergleich zu Lamellen sind, oder dass Lamellen bitter schmecken, oder dass Lamellen im Gegensatz zu Leisten niemals am Stiel herablaufen? Die nächste Frage bei der Gattung Rosula und diese ganze Sprödblättlerverwandtschaft: Wodurch unterscheiden sich Täublinge und Milchlinge im Vergleich zu anderen Pilzen, die Lamellen aufweisen? Ist es ein weißes Sporenpulver, das die Täublinge haben, oder eine brüchige Konsistenz, oder ein immer angenehmer Geschmack, oder angewachsene Lamellen? Ja, auch eine ganz wichtige Frage.
die uns dann im April beschäftigen wird, in manchen Gegenden sogar schon früher. Welche Pflanzen dienen uns als Anzeiger für gute Morchenstandorte? Die Esche klammern wir mal aus, die ist sowieso das übergeordnete Standortmerkmal, aber welche Pflanzen zeigen uns noch passende Bodenbedingungen? Ist es der Huflattich und Waldmeister oder Bärlauch und Schneeglöckchen oder Maiglöckchen und Wacholder oder Giersch und Primel? Also wonach können wir da Ausschau halten? Frage 14. Wir haben sie letztes Jahr endlich gefunden, die exotischen Oktopuspilze. Sind entweder A, ausgezeichnete Speisepilze, genau zum Beispiel wie die verwandten Hexeneier der Stinkmorchel, oder sind eine der ältesten heimischen Pilzarten, oder C, ähnlich wie die Hirschtrüffel bei Wildtieren, sehr heiß begehrt, oder D, schon von der Weite an ihrem widerlichen Geschmack wahrzunehmen. Auch eine wichtige Frage zum Thema tödlich oder potenziell tödlich giftige Pilzarten. Und zwar, wie viele potenziell tödliche Arten gibt es in der großen Verwandtschaft der Porlinge? Wie viele finden wir da bei uns im deutschsprachigen Raum? Ist es eine Art, der zimtfarbene Weichporling? Oder gar keine? Oder C, den Gifthäubling und das Stockschwämmchen? Oder D, mehrere Arten können nach Frostwirkung potenziell tödlich giftig sein von den Porlingen oder werden eigentlich. So, jetzt kommen die gemeinen Fragen. Da habe ich dann letztes Mal auch, damit erwischt man immer ein paar mit der umgekehrten Fragestellung. Welche der folgenden Aussagen ist falsch? Unbekannte Pilze roh zu essen, um sie näher zu bestimmen, kann mit einer Vergiftung enden. Wochenlanger übermäßiger Pilzverzehr kann zum Abbau der quergestreiften Muskulatur führen. Tödliche Pilzvergiftungen äußern sich in der Regel zuerst mit heftigen Magen-Darm-Beschwerden. Nur ungefähr 20-30% aller Vergiftungen mit dem grünen Knollenblätterpilz haben auch wirklich einen tödlichen Verlauf. Also für die Frage braucht man doch ein bisschen Zeit. So, die nächste Frage 17 ist wieder kurz. Und zwar, welche gesundheitsförderliche Wirkung wird zu Recht mit einem der folgenden Vitalpilze in Verbindung gebracht? Hat der Birkenporling eine magenberuhigende Wirkung? Oder hat der Fliegenpilz eine schlafverbessernde Wirkung? Kann haben. Oder kann der Rötelritterling blutdrucksenkend wirken? Oder Antwort D, alle drei sind wieder richtig. Nächste Frage. Welche der folgenden Arten zählt nicht zu den echten Steinpilzen der Gattung Boletus? Ist das der Sommersteinpilz oder der Kiefernsteinpilz oder der Hexenröhrling oder D, der Bronzeröhrling? Ja gut, dann machen wir dann die Details, machen wir bei der Auflösung. 19. In einem warmen Herbst, so wie es jetzt letztes Jahr der Fall war, der ja wirklich fast bis Dezember, also auf gar keinen Fall ein Winter war, zumindest bei uns nicht. Worauf sollte man in so einer Saison aufpassen? A, dass man die limitierende maximale Sammelmenge von 2 Kilogramm pro Woche über die Wintermonate einhält. Dass keine bereits gefrorenen Herbstpilze eingesammelt werden. Dass Sammelverbot einzelner frostfester Arten eingehalten wird. Oder das erneute Vorkommen von Giftlorcheln, die durch die warmen Temperaturen dann nochmal wachsen können. Worauf muss man in einem letzten Herbst aufpassen? So, Frage 20. Zu den besten Speisenpilzen in der großen Familie der Täublinge zählen. Ockertäubling, Ledertäubling oder Schwarztäubling? Oder Weißtäublinge, Grüntäublinge und Zitzentäublinge? Ja, den gibt es wirklich. Oder C, Frauentäublinge, Wieseltäublinge und Speisetäublinge oder der Stachelbeertäubling, der zitronenblättrige Täubling und der Taubentäubling. Auch das gibt's. Gut, es wird ernst, die letzten 10 Fragen. Ich hoffe, eure Köpfe rauchen nicht allzu sehr. Wenn doch, es tut mir nicht leid. Also wir machen weiter. Und zwar, alle Pfifferlingsarten sind A, Espa- und Mykorrhizapilze, mit dem falschen Pfifferling zu verwechseln,
roh giftig oder sie leben nur mit Nadelbäumen in einer Symbiose. So, da kann es jetzt zu Diskussionen kommen, da reden wir dann nochmal bei der Auflösung genauer drüber. Und zwar, der Klimawandel hat unter anderem folgende Auswirkungen oder folgende Auswirkung auf unser Pilzvorkommen. Wird die Speisepilzvielfalt erhöht, weil neue Arten aus dem Süden einwandern? Oder sterben kälteliebende Pilzarten, Giftpilzarten in dem Fall, aus? Oder wärmeliebende Arten breiten sich nach Norden und in höhere Lagen aus? Oder Antwort D, mal wieder, sind alle bisher genannten Antworten richtig? Die nächste Frage ist besonders lustig, da habe ich sehr viel gelacht bei der Erstellung. Und zwar, welche der folgenden Pilznamen ist erfunden? Also welchen Namen gibt es nicht? Ist das der kaffeebraune Gabeltrichterling? Oder der Eierwulstling? Oder der gemeine Wirrkopf? Oder das klebrige Froschmaul? Also welche dieser Arten gibt es nicht? Ja, da muss sogar der Daniel hinter der Kamera aus, falls sie mal lachen. Also drei Arten gibt es wirklich mit solchen Namen. Gut, wir bleiben bei schwierigen Namen. Und auch davon gibt es nur eine. Und zwar gibt es in Japan eine tödlich giftige Pilzart, die nahe mit einem Pilz verwandt ist, der bei uns vorkommt, häufig vorkommt. Bei uns ist es eine andere Art, die aber ein Speisepilz ist. In Japan ist eine sehr nahe Art verwandte davon wirklich tödlich giftig. Welche Art ist das? Ist es Russula subnigricans oder Amanita nero caesarea oder Boletus venanetum oder Cantharellus exitiale? Also drei Namen sind erfunden und einen davon gibt es wirklich. Eine interessante Geschichte. Gut. Auch wieder eine eher wissenschaftliche Frage, und zwar, wie heißt die extrem weit verbreitete, aber weitgehend unbekannte Form der Mykorrhiza-Symbiose, bei der mit ein, zwei Ausnahmen keine Fruchtkörper hervorkommen, keine Fruchtkörper ausgebildet werden? Ja, mehr dazu bei der Auflösung. Ist es A. Ektomykorrhiza, B. Endomykorrhiza, C. arbuskuläre Mykorrhiza oder D, sowas gibt es gar nicht. Es gibt keine Mykorrhiza-Pilze ohne Fruchtkörper. So, wieder was zu unseren Lieblingen, und zwar, welche Röhrlingsarten finden sich bei Lerchen? Ist es der Goldröhrling und der rostbraune Lerchenröhrling oder der Maronenröhrling und der Butterpilz, die Ziegenlippe und der Sandröhrling oder der Filzröhrling und der Pfefferröhrling? Also wonach kann man bei Lerchen Ausschau halten? Naja, auch eine wichtige Frage haben wir immer wieder thematisiert. Wodurch sind die meisten Pilzarten, und das gilt eigentlich europaweit, am meisten bedroht? Durch intensives ausbeuterisches Sammelverhalten, durch den Klimawandel oder durch die Zerstörung ursprünglicher Lebensräume oder durch den Phosphormangel in Wäldern? So, auch was wieder zu einem bekannten Pilz, zum Hallimarsch, und zwar, welches Merkmal trifft auf die beliebten Hallimarsche, von denen es ja wirklich einige verschiedene Arten gibt, immer zu? Also sie haben immer einen Ring oder sie sind roh, immer giftig, sie haben braunes und weißes Sporenpulver oder sie wachsen immer in Gruppen und in Büscheln. Gut, auch ein schöner Pilz. Der dottergelbe Spateling, googelt das mal, wenn ihr nicht kennt, ist ein Verwandter der Pfifferlinge, ein seltener Speisepilz, ein Pilz, der nur an der Baumgrenze vorkommt oder ein verehrter Speisepilz in der traditionellen chinesischen Medizin. Und die letzte Frage, wie viele Röhrlingsarten, also Steinpilzverwandte, gibt es ungefähr europaweit? Was haben wir ungefähr zur Auswahl? Sind das 40 bis 50 Arten, ungefähr 500 Arten, 100 Arten oder über 1000 verschiedene Röhrlinge sogar? Ja, einiges zum Nachdenken. Sammelt euch kurz mal und wir schauen uns gleich die Auflösung an.
Wenn ihr dieses Jahr noch auf der Suche nach dem perfekten Geschenk seid, dann seid ihr bei uns genau richtig. Unser pilzvergnügtes Team hat nämlich im Sommer künstlerischen Zuwachs bekommen. Das heißt, wir stellen mittlerweile wirklich handgefertigt solche Pilzmodelle her, die euer Wohnzimmer bereichern können. Ihr könnt uns ein Foto schicken, nachdem wir dann den Pilz modellieren. Oder ihr schaut euch einfach bei uns im Shop um. Da gibt es schon verschiedenste Modelle vorgefertigt. Und wenn ihr ja jemand beschenken wollt oder euch selbst beschenken wollt mit so einem Pilz, der einen das ganze Jahr bereichert, dann schaut es bei uns im Shop vorbei. So, es wird ernst. Wir werden uns bei einigen Antworten mehr Zeit lassen, wo es Diskussionsbedarf gibt, und manche erledigen wir im Schnelldurchlauf. Und zwar die erste Frage, da haben wir Antwort B. Der Maipilz, der auch Georgsritterling genannt wird, der adrige Mochelbecherling und der flockenstielige Hexenröhrling. Großartige Speisepilze, die uns dann, wenn wir den Winter hinter uns haben, bald erwarten. Antwort D, also A bis C sind richtig bei der Frage 2. Beim Schwefelporling muss man wirklich auf alle diese drei genannten Sachen aufpassen. Der ist in größeren Mengen auch oft unbekömmlich. Das heißt, ein bis zwei Schnitzel und nicht ein ganzer Riesenschnitzelteller ist da zu empfehlen. Bei Frage 3 ist es der Überbegriff Lamellenpilze. Also das beschreibt keine nähere Verwandtschaft und ist wirklich nur ein Synonym für alle Pilze, ein Sammelbegriff für alle Pilze, die auf der Hutunterseite Lamellen haben, die verwandtschaftlich wirklich oft sehr, sehr weit auseinander liegen. Frage 4, hoffentlich alle richtig, Antwort C. Das heißt, es sind ungefähr 10 bis 20 Arten, die hochgiftig bis potenziell tödlich giftig sind, und Vorsicht, Schleichwerbung, wir haben sie alle in unserem Buch, wirklich, das im August erscheinen wird, alle detailliert in einem eigenen Kapitel mal abgearbeitet, dass jeder, der sich mit Speisepilzen beschäftigen will, gleich diese Giftpilze vorher intus hat. Es sind, wie man sieht, gar nicht so viel. Ja, Frage 5, also diese Amatoxine, das ist ja wirklich eine Gruppe von mehreren verschiedenen hitzestabilen Giftstoffen, finden sich nicht nur in Amanita, sie sind auch in der Gattung Lepiota und Galerina vorhanden. Das heißt, beim Gifthäubling und bei den fleischbräunlichen Schirmlingen haben wir dieselben Giftstoffe wie beim Knollenblätterpilz. Also Antwort B. So, Frage 6. Da ist tatsächlich auch wieder Antwort D richtig. Alle diese drei genannten Speisepilze sind mittlerweile umstritten, auch in Fachkreisen, und sind für uns Pilzberater tatsächlich nicht oder nur mehr sehr, sehr eingeschränkt dann wirklich in der Beratung freizugeben, weil sehr viele Unverträglichkeiten mit ihnen mittlerweile einfach vorkommen. Ja, die Frage zur Radioaktivität, es ist auch hier Antwort D, man müsste wirklich über 200 Kilogramm Maronenröhrlinge essen, um auf diesen Wert der normalen Durchschnittsstrahlung zu kommen, und das machen wahrscheinlich die allerwenigsten Leute. 200 Kilo Pilze pro Jahr überhaupt zu essen, ist auch wirklich in diesen Mengen nicht zu empfehlen, und selbst dann hätte man auch nur den Wert der sowieso vorhandenen Strahlung. Also dieses Thema Radioaktivität ist dann doch deutlich harmloser, als es jedes Jahr wieder medial aufgebauscht wird. Ja, der Burggraben, ein Merkmal bei einigen Gattungen, von den hiesigen Antwortmöglichkeiten ist es Antwort C. Die Rötelritterlinge und die Ritterlinge, die ja auch deshalb so benannt worden sind, haben einen typischen Burggraben. Bei den Haarschleierlingen ist es so, dass sie alle rostbraune Sporenpulver haben. Bei den kleineren Arten sieht man das nicht immer so ausgeprägt, wie zum Beispiel jetzt bei dem dunkelvioletten Schleierling, wo sich dann wirklich wunderschöne Ansammlungen von diesem schönen Sporenpulver finden lassen. Aber das haben alle diese unzähligen Arten gemeinsam. Ja, die Röhrlingssaison, zumindest bei uns, wenn das bei euch nicht so ist, schreibt uns das gerne in die Kommentare, wird wirklich so, gestaltet sich so, dass Anfang Mai, also wirklich schon in der ersten Woche, manchmal sogar Ende April, der flockenstielige Hexenröhrling auftaucht. Mitte Mai kommen die Kiefernsteinpilze und Ende Mai kommen dann die Sommersteinpilze. Das sind unsere ersten drei Arten. Frage 11. Der Unterschied zwischen Leisten und Lamellen ist wirklich der, dass man die Lamellen relativ einfach von der Hutschicht trennen kann. Das heißt, man kann da mit dem Fingernagel drunter fahren, die Lamellen gehen ab und die Hutschicht bleibt. Bei den Leisten
ist das wirklich eine aderartige Struktur, die man nicht vom Fruchtkörper trennen kann. Das ist hier der Unterschied zwischen den beiden. Ja, ich glaube, ich habe es eh schon ein bisschen geteasert bei der Fragestellung, weil ich das Wort Sprötblättler in den Mund genommen habe. Es ist Antwort B. Die brüchige Konsistenz unterscheidet diese ganze riesige Gattung oder Gattungen von anderen Lamellenpilzen. Also brüchige Lamellen und brüchiges Fleisch. Ja, neben den Eschen suchen wir Bärlauch und Schneeglöckchen. Das sind hier die einzigen wirklich echten Anzeiger, die anderen stimmen alle nicht. Auch das vielleicht wichtig, Bärlauch und Schneeglöckchen deuten auf die richtigen Bodenverhältnisse von Morcheln hin. Die Oktopuspilze, ihr werdet die richtige Antwort vielleicht schon riechen, es ist Antwort D. Die riechen wirklich unfassbar ekelhaft. Also da ist unsere Stinkmorchel, die ja heimisch ist, das Oktopus-Ding kommt ja aus Australien, gar kein Vergleich dazu. Ich wollte da wirklich ein Stückchen mal mitnehmen, um das bei einer meiner Ausstellungen herzuzeigen. Und meine Hand hat so furchtbar gestunken, das Auto hat von so einem Stück wirklich gestunken. Also wir haben es dann dort gelassen. Das ist wirklich richtig, richtig ekelhaft und riecht nach Aas und noch schlimmeren Zeug. Also den riecht man wirklich schon von der Weite. Er wird ja oft nicht so groß, aber riechen tut man ihn. Ja, welche oder wie viele hochgiftigen Porlinge gibt es? Es ist tatsächlich einer und es ist der zimtfarbene Weichporling. Hoffentlich können wir euch den auch mal nächstes Jahr in einem Video zeigen. Ja, was ist falsch? Und zwar Antwort C. Dass tödliche Pilzvergiftungen sich in der Regel zuerst mit heftigen Magen-Darm-Beschwerden äußern, das stimmt nicht. Es kann sein, aber es gibt auch wirklich viele verschiedene Pilzvergiftungssyndrome. Auch die haben wir in Videos schon einzeln behandelt. Es muss nicht immer eine Magen-Darm-Systematik sein. Auch bei Frage 17 ist wieder Antwort D richtig. Das heißt, alle diese genannten Verbindungen zwischen Vitalpilzen und einer positiven Wirkung auf uns, die sind schon dokumentiert worden. Also ja, erfreulich, was es da alles so im Pilzreich an Medizin zu finden gibt. Welche der folgenden Arten zählt nicht zur Gattung Boletus? Das ist der Hexenröhrling oder die Hexenröhrlinge, von denen gibt es ja auch mehrere Arten. Das ist eine ganz andere Gattung. Und im Unterschied vielleicht dazu, also zu der echten Steinpilzfamilie, was ja nur vier Arten sind, die sind roh nicht verträglich, die anderen Röhrlinge. Ja, Frage 19, und das haben wir letztes Jahr häufig, gerade im Dezember gesehen. Bei uns war es ja wirklich so, dass nach der Schneeschmelze Mitte Dezember wirklich viele, viele Herbstpilze, auch Steinpilze, wirklich eine ganze Bandbreite, die zu dieser Jahreszeit gar nicht mehr da sein sollte, unterm Schnee konserviert und dann wieder aufgetaut ist. Und diese Sachen sollte man auf gar keinen Fall essen. Das heißt, Antwort B ist richtig. Ja, die lustige Täublingsverwandtschaft ist riesig und auch namentlich abwechslungsreich. Die besten Speisepilze sind bei Antwort C zu finden. Das ist so ungefähr eine Handvoll, die dann noch dazukommt, die wirklich gut sind von den Täublingen. Die anderen aufgezählten sind ja nicht unbedingt so wirklich Spitzenspeisepilze. Hoffentlich was Leichtes. Frage 21. Alle Pfifferlinge sind essbar und alle Pfifferlinge sind Mykorrhizapilze. Antwort A. Da bin ich jetzt gespannt, vielleicht kriegen wir eine Diskussion in den Kommentaren hin. Das ist wirklich diskutabel. Ich bin meiner Meinung nach bei Frage 22 bei Antwort C. Das heißt, das ist wirklich dokumentiert, dass wärmeliebenden Arten nach oben gehen, also in höheren Lagen vorkommen und geografisch gesehen auch nach Norden wandern, also beispielsweise von Italien ins Burgenland oder dann in den Süden oder in die wärmeren Gebiete von Deutschland. Es gibt Speisepilze vereinzelt, die einwandern, jetzt wirklich gute, es sind mir keine bekannt aus dem Süden, muss man wirklich sagen. Aber dadurch, dass die Artenvielfalt generell hier abnimmt, kann man das so nicht sagen. Und auch, dass kälteliebende Giftpilze aussterben, ist mir nicht bekannt. Gut, da bin ich jetzt gespannt, was ihr so, auf was ihr getippt habt. Wir haben den wirklich frei erfunden, und zwar das klebrige Froschmaul, Antwort D, das gibt es nicht. Oder zumindest noch nicht. Vielleicht wird ja nochmal ein neuer Pilz entdeckt, der dem ähneln kann.
Frage 24, die nächste Namensfrage. Es gibt wirklich Rosula subnigricans als hochgiftige Art in Japan. Also ein schwarzblättriger Täubling auf Deutsch. Ja, Frage 25, wir haben hier die arbuskuläre Mykorrhiza-Bindung, die für wirklich sehr viele Pflanzen ganz essentiell ist. Es muss nicht immer eine Fruchtkörperbildung stattfinden. Es gibt dann so ein paar Arten, die im Gras vorkommen und unterirdische Fruchtkörper anlegen, aber die meisten, die in dieser Symbiose leben, haben keine größeren Fruchtkörper. Ja, die Röhrlinge Goldröhrling und rostbrauner Lärchenröhrling, da ist fast schon die Auflösung in der Fragestellung. Ja, leider problematische Frage 27. Alle diese Themen außer Phosphormangel sind problematisch für Pilze. Das Sammelverhalten noch am wenigsten. Der Klimawandel ist problematisch, aber die Hauptbedrohung sind wirklich Rodungen, die Zerstörung von ursprünglichen Lebensräumen. Das ist wirklich für viele Pilze einfach das Hauptproblem. Immer wieder aktuell, gerade bei höheren Holzpreisen, ein leider aktuelles Thema, was ihr wahrscheinlich jeder von euch kennt, wenn ihr in den Wald geht. Momentan wird echt viel, viel abgeholzt. Naja, was ist bei den Hallimasch- oder Hallimasch-Arten festzustellen? Die sind roh giftig und nicht zum Verzehr geeignet, hochgiftig sogar. Also Antwort B. Frage D, ein schöner Pilz, ich hoffe, ihr habt ihn gegoogelt, wir haben ihn einmal gefunden, so im Mittelgebirge. Das ist tatsächlich ein seltener Speisepilz, aber dadurch, dass er wirklich nicht oft vorkommt für Sammelzwecke, trotzdem meiner Meinung nach nicht geeignet. Und die letzte Frage, eine erfreuliche, wir haben wirklich über 100 verschiedene Röhrlingsarten, denen wir da bei uns auf unserem Kontinent begegnen können, also eine sehr schöne Vielfalt, die ich hoffentlich in meiner Lebenszeit einmal komplett besichtigen durfte. Wir sind am Ende. Ja, zählt zusammen, schreibt uns eure Erfahrungen, ob euch das gefallen hat oder nicht, gerne in die Kommentare, und wir werden gerne noch so ein Quiz entwickeln, wenn es euch gefallen hat. Das ist, finde ich, auch eine schöne Herangehensweise an komplexe Fragestellungen. So viel dazu. Genießt noch diesen schönen Winter und die große Winterpilzvielfalt, die uns dann hoffentlich noch erwartet nach der Schmelze, und wir sehen uns bald wieder.